ich habe denselben Server benutzt, wir müssen da einfach nur rum. Aber bei mir läuft's auch gerade, ich gucke gerade, oh, bei mir läuft's. Also ich habe ein Bild, bei mir läuft's, Jolle, ich bin auf Sendung, Jolle, wie sieht's bei dir aus? Weiß ich nicht, ich selbst habe noch kein Bild, aber sie schreiben so schon, ich habe den Button gedrückt. Hallo! Ja, das kann bei Twitch immer so ein bisschen dauern. Dann müsst ihr ja gleich umswitchen hier. Ich warte genau. Kurz. Warte. Manchmal musst du auch reaktivieren. Ich kann ja einfach schon mal loslabern. Bei mir läuft's schon. Bei dir müsste es auch gleich laufen. Sag mal Hallo an meine Zuschauer auf meinem Kanal hier. Das ist der Rainer, der Maxi, der Marius, der Captain Hicks, der Nihil, der XD260. Den kenne ich gar nicht. Ich habe fremde Zuschauer. Der X Lancelot, der Human23 und die Zeitvergoldung. Sehr schön. Was? Hm? Komm doch mal runter. Ganz ruhig. Das macht der immer so, Jolle. Warst du noch nie auf dem Freitagsstream bei ihm? Nee. Ja, das geht freitags immer so. Nur freitags sind es mehr Leute als auf dem Montagabend. Meine Leute hallo, kriegen hallo. Jetzt erstmal hier die, das Schaf. So. Was ist denn das Schaf? Ja, meine Leute kriegen das Schaf. Hast du kein Schaf, was du den Leuten einblenden kannst? Nein. Ich bin noch sehr rudimentär schlicht engagiert. Ja. Läuft's bei dir jetzt? Ja, anscheinend. Bei mir selbst nicht, aber... Leute, da, bin da ich da? Bei, hallo? Hallo? Da hilft bei hallo? Dir einfach mal F5 drücken, dann müsstest du sehen, ob bei dir was läuft. Ja, das mache ich mal. Und ich muss noch irgendwas einstellen, ne? So Gaming-Talkshows. Macht man das auch nicht? Noch? Ja. Talkshows. Könntet ihr den Server mal anwerfen? Ach so, ja. Dann kann ich mich schon mal auf den Weg machen oder so, was? Ja, ich bin da. Cool. Ist da. Okay, Jorle ist auf Sendung. Sehr gut. Dann können wir heute anfangen. Ja, Jorle, möchtest du die... leitest jetzt einfach mal hier die Moderation ein. Jorle, erzähl uns doch mal was hier. Das ist mein erster Stream. Hallo, mein Jorle. Und ich bin voll aufgeregt und ich habe kalte Hände. Und ich hoffe, es funktioniert alles. Und ihr müsst mal auch schreiben jetzt, ne, tonmäßig und so weiter. Schreibt mal, ist alles in Ordnung. Und ruckelt's irgendwie? Das ist ja jetzt nochmal eine Frage, hä? Ja. Ah, das wird alles schon gut gehen. Hallo ihr. Jenny, und warte mal, man hört die beiden nicht. Oh, wartet mal, das ist natürlich schlecht, dass man euch beide nicht hört. Dann müssen wir euch gleich mal hier dazu schalten. Ja, Moment. Flag. Also. Das geht ja gar nicht, dass wir euch hier. Dass wir euch hier nicht dazu geschaltet haben. Moment, das ändern wir gleich mal. Moment, da muss auch noch mal die peinliche Ansage machen, Jolle. Nein, das war jetzt peinlich genug. Jutlina ist auch da, Jutlina, hu. Und ja, Eva, du hast natürlich recht, wir haben schon mal Imperium gestreamt, aber das ist ja schon so ewig her. Das war von einem, ja, gefühlt. Das war, ja, hast schon recht, war vor mehr als einem echt? Jahr. War es echt Anfang 16? Mhm. Oh Gott. Ist das lange her? Warte. Okay, ihr wollt eine Szene haben. Passt auf, ich habe etwas vorbereitet. Hype auf Mass Effect Andromeda. Nein, Scherz. Was hast du gemacht? Ich habe einfach mal bei der Stream-Einstellung und so weiter habe ich eine Quelle benutzt. So Videos, GIF-Bilder, ob das halt klappt und was das überhaupt als Quelle ist, ist völlig unwichtig. Aber ich brauchte halt irgendein bewegtes Bild. So, lass mal ganz kurz gucken hier. Ah, ich muss mal meinen Stream noch mal ausschalten. Aber mir klappt's heute nicht. Ja, dann mach noch mal. Warte mal kurz. So, ja. Noch mal aus. 1733, als ich das erste Mal streamte. Genau. Und noch mal an. Dann wollen wir mal gucken, ob's jetzt funktioniert. Hallo, ihr lieben Leute bei Flag. Hört ihr uns? Ich gucke gleich mal rein hier. Juhu! Bei Jorle hört man ihn, das ist ja schon mal ganz gut. Das ist immer gut. Ach, du bist bei dir selbst auch nicht zu hören. Ich war bei mir selber weg, aber jetzt müsste man mich hören. Ach, das ist ja. Ah, jetzt hören sie mich. Wir hören Fleck, yay. Hört ihr auch Jenny und Jorle? Ja, das ist jetzt die Hallo, Frage. Jenny und Jorle. Ist das aufregend? Oh ja, sie hört euch alle. Das Peinliche war, ich hatte gerade, das war ja unglaublich, ich hatte gerade das Mikrofon ausgeschaltet. Das war das Schaf, richtig. Wunderbar. So, jetzt sind wir aber da. Der Server läuft übrigens schon.
Das heißt. Warte. Julina, Jenny, hörst du nicht? Jenny, sag mal nochmal was. Hallöchen, Julina, hallo. Hallo. Oder meintest du jetzt bei Fleck? Ich glaube, bei Fleck meintest du. Ne, jetzt müsstest du alles hören. Jetzt ist alles da. Mehr jetzt reden kann ich nicht. So. Alles klar. Submit. Ich gehe auf die Karte. Genau, ich bin auch unterwegs zum Server. Halt. Ich bin doch noch gar nicht so schnell. Nicht? Ist das also, hier eine Action? Ihr müsst ja jetzt noch mal ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählen noch, ne? Wieso, weshalb und so, das Ganze jetzt so ist. Ach so, ja, wir haben uns für diesen Livestream ausgedacht, dass wir einfach mal eine neue Welt anfangen. Weil, die Leute wissen das ja gar nicht, dass wir heute streamen, und da haben wir uns gedacht, bevor jetzt einige Zuschauer nicht dabei sind und bevor die Qualität nicht ganz gut ist und bevor irgendwelche technischen Probleme auftreten, machen wir das einfach mal so, dass wir heute mal außer Konkurrenz eine neue Welt starten, auf der ich jetzt übrigens drauf bin. Oh. Danke, Sunaya. Ja, das ist mir klar. Und ihr könnt hinterher joinen, könnt ihr sowieso. Jenny, bitte etwas lauter. Machen wir gleich mal. Jenny, schrei einfach mal. Ja, ich schreie so laut ich kann. Nein, ich rede einfach lauter und ziehe mein Mikro näher ran, dann klappt das schon. Sehr gut. Vielleicht nimm mal meine Anfrage an. Warte gleich, Moment, ich nehme die Anfrage an. Ich nehme die Anfrage an. Danke, Ivy. Ich nehme die Anfrage sowas von an. So, bitte sehr. Siehst du uns? Ja, ich muss gerade mal gucken. Jetzt track ich dich. Jetzt lade ich Jorle ein. Da schließen wir und. Ach, super, ich muss in die Richtung. Ja, Leute, ihr followt ja in einem Zug hier. Danke. So, also genau, um das mal ganz kurz. Wo ist denn hier unser. Ach, da oben ist Jorle. Sehr gut. Wir haben uns hier in diesen Berg. Guckt euch mal bitte diesen Seed an. Natürlich die Karte neu Ach, benannt. Ach, du Katastrophenalarm. Ja, genau. Da hat sich dieses Gebirge hier gebildet. Das ist wirklich riesig. Und ich werde das nie wiederfinden. Und wir sind hier am Rand der Stadt und jetzt gucken wir mal, wo die Jenny ist. Jenny, wo Malen ist sie? Weit du? Weg. Warte mal. Erstmal Jenny annehmen. Ach super, jetzt kommt aus dem Hintergrund, aus der Küche ein Haha. Es ist ja auch toll. Da muss er irgendwo sein. Ist nicht wahr. Wo bist du denn? Ja, wo bin ich denn? Ich sehe dich nicht. Außerdem kommt dann ein Zombie auf mich zu. Warte. Wo ist Jenny? Was ist Jenny? Jenny ist blau. Angeblich im Norden. In Richtung Norden. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Da oben. Jetzt laufen bei mir noch die ganze Zeit die Sounds durch. Ich habe es gar nicht mehr an. Wir sind schon hier ist ein Schwein. Gut. Oh, hier ist ein Haus. Oh, da mache ich einen Bogen drum. Ich glaube, das kommt besser, wenn du. Ich weiß nicht, ob du es noch her schaffst. Wie weit ist denn sie weg? Siehst du sie? Zu weit. Das schaffst du nicht mehr. Ich bin schon des Öfteren bei Nacht durch Nebel und Wüste gelaufen. Ich komme da heile an. Okay. Bist du sicher? Ja, doch, denke. Okay. Ich erinnere nur, dass ich auch mit Fleisch kriechend durch die Landschaft laufen kann und heile bei euch angekommen bin. Jorle ist eine Heiligenfigur im Fels, sagen sie bei mir. Ich lese gerade immer noch so ein bisschen Chat. Ist, ja, tonmäßig sagen sie, ist alles gut. Ja. Ihr seid mir heute viel zu schnell. Ihr seid so Rambo-mäßig. Ich muss das so erstmal realisieren hier. Ja, dafür habe ich keine Zeit zu realisieren. Ich muss jetzt Tacke machen. Ja, stimmt, du musst rennen. Such dir lieber was irgendwie in der Umgebung. Ich baue uns mal weiter in den Berg rein. Funktioniert ja. So nicht, Jorle. Auch wenn du es gerne hättest, aber... komm schon, ich will die Yucca mitnehmen. Wenn ich Aloe finde, bringe ich noch Aloe mit. Aber es sieht nicht gut aus. Ja. Bei mir geht hier immer noch der Follower-Sound irgendwie durch. Herrlich. Was hast du für einen Follower-Sound? Hat das jemand erkannt? Bitte, schreibt's mal. Hat das erkannt? Irgendwer? Bolle. Ja? Komm her, wir müssen uns hier reinbuddeln. In 2 Stunden fangen wir an zu rennen. Ich muss erstmal eine Axt machen jetzt. Geh mir nicht auf die Kette. Oh, Angst. Das muss noch mit. Wir müssen uns jetzt hier reinbuddeln. Ja, buddelt. Deponia, genau. Wie hat's erkannt? Das ist die gute Lotti. Hallo, Tonkzock. Alter Schwede, hallo, was ist das für ein. Wo war das komische Loch, wo wir wohnen? Da oben. Da wo ich bin. Komm einfach auf mich zu. Du müsstest es finden. Erstmal die ganzen Quests noch machen. Ja, hier. Die Quest.
Auf die pfeife ich gerade so ein bisschen. Du sollst jetzt keine Quests machen, du sollst hier reinkommen. Ich habe Angst. Gott, jetzt klingt hier. Wir haben doch ein bisschen Zeit. Nun geht doch nicht so steil jetzt hier. In zwei Stunden, Jorle, in zwei Stunden. Ja, ihr könnt froh sein, dass ihr schon beieinander seid. Gott. Problem ist... Sunaya kennt nicht die Ponya. Da hast du was verpasst. Nachschauen bei Jorle auf dem Kanal. Genau. Machst du uns das jetzt hübsch hier? Bin ja dabei. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend auch an Philobin. Ich hab keine Ausdauer mehr. Eine Schaufel machen vielleicht. Ich hab doch... Achso, du hast keine. Sag mal, meine Maus. Da hinten ist ein Stiff-Tool, ne? Das ist dir bewusst. Ja, aber du kannst ja da gerne hingehen, wenn du da jetzt hin möchtest. Wieder. Das Problem ist, nach 5 Metern kommt hier Stein. Das ist ein mittelmäßiges Problem. Ja, Sunaya, spür ruhig mal die Ponya. Alleine, also. Weit ist Jenny noch? Och, ich hab dich noch ganz minimäßig klein auf der Karte, also. Alles gut. Irgendwann, wenn du weiterläufst, Jenny, jetzt weiter gen Süden, dann kommst du irgendwann zu so einer Straße. Vielleicht findest du da noch ein Haus. Ich habe mich gegen ein Fertighaus ausgesprochen, weil da meistens Zombie drumherum sind und bevor ich die erledigt habe, bin ich sowieso tot. Dann kann ich auch gleich weiter zu euch laufen. Das stimmt. Ich wäre ja eigentlich für diese Höhle hier. Also ich finde diese Höhle sehr interessant, muss ich sagen. Ach, ich habe irgendwas in der Maus. Ivy, weil du gefragt hast, ich bin jetzt zu Fleck gerannt und habe auf dem Weg einfach alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Deswegen habe ich schon ein bisschen was in der Tasche. Unglaublich. Alter, durch dieses Bergbiom, ne? Durch diese ganzen Berge. Haust du da hinter mir auf einen Stein ein? Ja. Dauert es ja ewig. Okay. Hallo, Sound ab. Ausmachen. Das wird so ewig dauern. Ich baue mal Woodframes, damit wir hier gleich zumachen können, ja? Ja. Hast du Holz? Hab ich. Ich hab kein Holz. Ich hab Holz. Nein. Übertragen die anderen auch. Also Fleck streamt. Ihr könnt Ausrufezeichen Fleck mal in den Chat eingeben, dann kommt ihr zu seinem YouTube-Stream. Hat die Mutti schon so eingestellt. Hat die Mutti YouTube gemacht. Ich mach mal, zu hinter Straße. Uns, ja? Ja, mach mal. Zombie. Mach mal Platz da hier. Schneebio. Brauch eine Schaufel. Brauchst du? Brauch eine Schaufel. Jetzt keine Schaufel. Dann machen wir auf die Hoffnung, dass es ein bisschen was bringt. So, ist das dicht? Oh. Zeig mal, was hast du da gemacht? Das sieht so absolut undicht aus. Wir stecken wieder mitten in so einem Erdloch. So, hier. Oh nein. Aber es ist irgendwie zu jeder Staffelstart, ne, dass wir in einem Erdloch stecken? In einem Loch sitzen, ja. Ist irgendwie immer so. Ach so, du hast doch auf dem Weg. Ja. Auf dem Weg hierher, Fleck, hast du eine Insel gesehen? Ja? Ja. Ist das richtig? Im grünen Biom? Ja, eine Insel in einem großen See. Ihr könnt jetzt mal alle euren Wunsch äußern. Sollen wir, sind ja jetzt hier direkt an der Stadt, sollen wir in der Felswand bleiben mit Aussicht auf diese Stadt? Wunderschön. Ich bin für die Felswand. Ich bin für die Felswand. Oder wir verkrümmeln uns mal auf eine Insel. Das hätte nämlich auch was. Oh ja, dann bauen wir Alcatraz. Was? Ja, das ist eine gute Idee. Aber wir haben ja eine Höhle in der eine Höhle mit Aussicht auf die Stadt, Jenny. Ja. Das ist jetzt auch nicht so toll. Gut, ich bin auf einem Berg. Und jetzt laufe ich den Berg wieder runter. Du wirst noch einige Berge in diesem... Felswand, Kuschelhöhle, Felswand, auf die Insel. Es ist krass, vor allem ich sehe kaum was und laufe einfach und ich weiß, da vor mir ist das verbrannte Biom. Ich sehe es nur orange glühen. Also ich habe auch hier ganz viele für die Höhle. Also Höhle/Felswand schreien sie hier. Höhle, Felswand. Adara, gerne. Insel fände ich schöner. Insel mit Felswand, das ist natürlich auch gut. Aber wir haben da keine... Also wir können uns hier auf jeden Fall angucken, so ist nicht. Die Stadt ist hässlich, sagt Nell. Hast du natürlich recht, aber wir sind schnell an allen Ressourcen dran, ne? An allem. Ja. Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Ja, nee, ist klar. Oh, sag mal, du rennst immer noch draußen rum? Ja, sicher. Das nenne ich das. Ja, gut. Jetzt sterbe ich gleich.
Nein, mach das doch nicht. Insel haben wir hier, einen Felswand. Jenny, du wirst hier nie lebend ankommen. Setz dir mal irgendwo noch einen Bedroll hin. Hab ich noch nicht mal gecraftet. Du musst noch durch das verbrannte... Da bin ich drin, Jorle. Da bin ich drin. Alles gut. Ach so. Wir sitzen hier gut. Hier ist cool drin. Ja, jetzt bin ich gleich wirklich was haben wir tot. Noch? Aua. Wenig Platz ich brenne. Der Doktor will eine Insel mit zwei Bergen und einem tiefen, weiten Meer. Sagt er. Gibt's mittlerweile wieder Wasser in Seven Days to Die? Ich hab's irgendwann mal keins. So, nee. Seit wann gab's denn kein Wasser? Wasser gab's immer, oder? Es gab schlechtes Wasser und noch schlechteres Wasser, aber es gab immer Wasser. Ja, das stimmt. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ach, das wollte ich gar nicht. Oh, Holzen schreibt dir, Danny. Jolle, wie kann Danny nur so zuckersüß sein? Oh, ich bin, Leute, gewöhnt es euch ab, ich bin nicht süß. Das ist... Ich glaube auch, oder? So als Frau will man doch nicht als süß bezeichnet werden. Nein, nicht im Bogen. Oh Gott. Denn? Du hast doch eine Schaufel. Was holst du denn? Ja, aber ich habe zu wenig Stein. Ich muss mir das hier immer wieder einteilen. Ach, ja. Ich muss mal ganz kurz diesen Sound ausmachen. Wartet mal. Ja. Bist du gerade gestorben? Nein, Quatsch. Ja. Ausgemacht. Brennend. Ja, brennend. Aber vielleicht bist du jetzt näher an uns dran. Ich hoffe es. Ich habe ihn ausgemacht. Okay. Ich hoffe es. La 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 la. Guck mal, ist doch schon total gemütlich hier drin. Was wollt ihr denn? Also auf was wurde sich denn jetzt geeinigt? Ich war nur damit beschäftigt, irgendwie durch die Gegend zu flitzen. Also ich wäre für Felswand, aber ich muss sagen, also bei mir im Chat sind sie alle eher für die Höhle / Felswand. Ich habe ja auch ziemlich viel Höhle gelesen. Es gibt auch ein paar, die für die Insel sind. Ich meine, wir können ja einfach mal beides machen. Pass auf, wir machen beides. Wir gucken uns beides auf jeden Fall mal an. Wie gut ist das denn? Also ich bin jetzt fast direkt neben meinem Todespunkt gespawnt. Ein paar Meter nur dazwischen. Das wäre besser, wenn du bei uns gespawnt ja, wärst, es oder? Ja, wäre cool gewesen, aber das habe ich geahnt, dass das nichts wird, aber jetzt kann ich erstmal wieder in ganz seelenruhiger Ruhe noch Sachen nebenbei looten, bisschen was mitbringen in unsere neue WG und so. Was zu trinken könnten wir brauchen hier. Au! Ja, Mann, ey, ich gucke die ganze Zeit auf diesen miesen Balken, der sich einfach nicht ändert mit so einer 5er Axt hier. Oh, du sollst nicht Schinkenklopfen machen. Ich mache jetzt erstmal die Quests hier. Mach mal die Quests. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier meine Aufnahme richtig läuft. Ja, die läuft super. Da, dann mal hier drauf zurück und mal da drauf zurück und es kann weitergehen. Nein, ich wollte gar nichts buddeln. So, Flex Kuschelhöhle. Höhle mit Weinkeller, da wäre ich auch ganz großer Freund von. Okay. Sehe ich überhaupt aus? Ich hab mein Aussehen nicht geändert. Ja, schade. Ich hatte Black Shorts. Hätte gerne meinen Bart wieder gehabt. Ja, warum hast du dir den denn nicht gemacht? Der ist ja rausgepatcht. Der ist einfach... Echt? Ich glaube ja. Warum? Warum mögen die keine Männer mit Bärten? Keine Ahnung, Fleck. Bärte? So, Quest erledigt. Was baust du gerade für Quests? Ja, ich mach die Dingensquests, die ganz normale. Ja, stimmt. Eine Wooden Club. So, hast du Holz? Ja, wie viel brauchst du denn? Gib mal nur so ein bisschen. Da hast du. Plant Fiber Pants. Plant Fiber Shirt. Hast du es gefunden? Plant Fiber Hood. Plant Fiber Shoes. Und Plant Fiber Gloves. Alles gecraftet. Ach, fandest du das alles gut. Der Nachteil an der Höhle ist natürlich, nach 5 Meter Erde haben wir jetzt hier nur noch Stein. Ja, aber dafür finden wir vielleicht ein paar Ressourcen. Wäre so eine Idee. Das haben wir beim letzten Mal immer auf einer normalen Karte auch nicht wirklich gefunden, aber... Woogie sagt, das sind keine Menschen, das sind zwei Maulwürfe und die dritte ist Zombiefutter. Damit bist du gemeint, Jenny. Das habe ich mir fast gedacht, also... Und RKO, sag mal, RKO, bist du eigentlich, nennt man dich denn Rocco? Das würde ich gerne mal wissen. Er sagt nämlich, die anderen Bärte kann man verwenden. Man kann die verwenden. Die Bärte. Die guten Bärte. Dann werde ich mich, kann man einen bestehenden Charakter umstylen? Ja. Dann werde ich mich vielleicht mal wieder, weil den Bart, den fand ich schon ganz cool, muss ich sagen.
Ich hatte da schon definitiv was für... Übrig. Ich. Ja, wie viel haben wir? Ich glaube, um 2 Uhr. Ich glaube aber, wir müssen bis 5 Uhr warten, ne? Oh nee, hast du das nicht umgestellt? Der Ruhe, sonst gibt's eins mit der Paddel geschaufelt. Nee, mit der Schaufel gepaddelt. So. Also ich wäre auch dafür, dass aber es mal, bei Tag wird. Mal eine ganz andere Frage. Wo habe ich die Fackel hingekloppt? Hier leuchtet zwar irgendwas, aber wo ist die... Wir sollen dich erstens sollen wir dich nach Alcatraz schicken und zweitens wir sollen dir eine stille Treppe bauen. Das ist auch fies. Ihr seid so gemein. Wem sollen wir was bauen? Für eine stille Treppe. Ja, dem Flag. So. Ja, warum frage ich eigentlich, ne? So, rein hier. Black gräbt gleich einen zweiten Eingang. Ja, ich hab das schon gemerkt. Bin ja schon weg von der Stelle. Noch ein Vogel. Oh nein. So. Also dann bin ich erstmal dafür, dass wir uns hier vielleicht, also wir könnten ja hier erstmal ein paar Schlafsäcke hinsetzen und dann gucken wir uns mal die Insel an. Ja. Darf ich erstmal zu euch kommen und wir gucken uns dann die Insel an? Das ist eine gute Idee, Jenny. Also das fände ich jetzt persönlich... Wir kriegen das hin. Wesentlich schöner. Ich habe einen Quali-Knopf von Twitch. What? Was hast du gekriegt? Ich hab den Quality-Button, ehrlich Leute, hab ich den? Ich weiß es doch nicht, ich seh's ja nicht. Was ist denn ein Quality-Button? Der Quality-Button halt, da kannst du als Zuschauer eben einstellen, wie du, auf welche Einstellung du das halt sehen möchtest. Das ist sehr angenehm für den Zuschauer. Du hast die Ehrenmitgliedschaft gekriegt. Hab ich? Wie viel sind wir denn? Zuschauer. Ja, rin hier. Oh nein, 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 Jenny, Bedroll setzen, Bedroll. Ich hab kein Bedroll. Au, wer war denn schon wieder? Ich hab nicht gesehen. Lasst mich in Ruhe, ihr Dickmänner. Hörst du auf? Ich wollte eigentlich nur das abbauen. Jetzt hat sich die Schaufel weggeschmissen. Wo ist sie hin? Mal, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz. Wo bist du jetzt gelandet, Jenny? Das sehen wir gleich, wenn es dann soweit ist. 117 Leute, ihr seid doch verrückt. Kommt ihr denn alle her? Ja, kommt ihr denn alle her? Hier sagt einer, er vermisst den Höhlenkoller, aber gib uns mal ein bisschen Zeit. Wir sind ja gerade noch nicht mal eine halbe Stunde hier drin. Wollte ich gerade sagen. Und normalerweise bin ich doch diejenige, die anfängt, eine Höhle zu graben, oder? Ja, aber das war hier... Nein. Wir müssen ran. Ich hab meine Fackel gefunden. Alles damit. Gut. Und nein, Fleck, jetzt sehe ich dich doch nicht mehr, du Affe. Stell doch mal. Soll ich jetzt meine opfern, oder was? Nein, pack sie an das Gerüst hier, da sieht man sie wenigstens. Also, noch. Bis jetzt kann ich noch nicht sagen, dass ich immer wieder schlecht gespawnt bin nach der ganzen Chose, ne? Hebst du noch? Wieder. Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Nicht mehr im Norden. Jetzt bin ich... Ich muss jetzt nach Osten laufen, Südosten laufen, um zu euch zu kommen. Im Prinzip können wir uns da treffen. Wenn der Tag anbricht, gehen wir ihr entgegen. Da ist nämlich der See. Zwischen uns ungefähr. Ja, Jenny, du kannst auch gern da bleiben. Irgendwo von der Ecke kommt eben auch schon Fleck. Also dann habe ich jetzt schon alle Richtungen durch, okay. Hi, Thorsten. Cool. Oh, rein hier. Wie süß. Jetzt krieg ich Nervennahrung. Obwohl ich mir gesagt habe, ich will nichts mehr Süßes essen. So. Was machen wir denn jetzt? Komm, wir müssen raus jetzt hier. Nein, noch nicht. Wir haben noch nicht 5 Uhr. Deine Fackel schwebt. Ja, das ist cool. Gib mir die wieder. Biberoni. Wo ist die denn jetzt? Wir haben noch nicht 5 Uhr, die rennen noch. Mann. Och, du Weichei. Ich bin schon seit 17 Uhr ununterbrochen unterwegs. Genau. Da, wir müssen uns die Position mal irgendwie merken. Ich setz hier mal ein Dings drauf. Ich mach's schon. Machst du schon? Ach, göttlich. Safe Waypoint. So, da ist unser Haus. Höhle. So. Komm, wir gehen ihr mal entgegen. Aber pass auf, dass du hier nicht runterfällst und dir irgendwelche Haxen brichst. Hui, Haxen. Seit 2 Wochen. Wann ein Weihnachtsgeschenk quasi von der Telekom. Die gute Leitung.
rennst in die falsche Richtung. Wer läuft in eine falsche Richtung? Ich? Nee, nein. Die... Dings hier. Dings hier. Hallo? Jorle. Och, nö, Zombie, ja, komm, geh weg, Dickerchen. Wir sind unterwegs, wir kommen. Och, nö, ich hab da ja noch mehr Berge vor mir. Och, warum? Na, warte mal, bist du... Was zum Teufel? Ach so, eine Humse, ist okay. Och, warum denn? Wir sind unterwegs, Jenny. Wir kommen, wir retten dich. Aber warum denn nur? Wieso denn bloß? Hier, Ronja Räubertochter. Richtig. Siehst du? Das am Thorsten, die haben wirklich erst kurz vor Weihnachten die Leitung hier geschmissen. Ich habe hier, wie heißen diese Zombies, die auf allen Vieren rumlaufen? Warte doch mal auf mich. Spider-Zombie. Lass mich nicht allein. Ja, dann komm, hier sind lauter Spucker. Ich weiß nicht, ob wir hier so toll aufgehoben sind. Ach. Das ist halt echt so. Nehme Web-Einsätze an, wer zuerst stirbt. Verloren, Jenny war es, verloren. Hallo Renki, sage ich. Das stimmt. Die Wette braucht da gar nicht mehr anzufangen. Die Tode gehen auf meine Kappe. Fleck. Kommst du, Jorle? Ja, ich mach ja schon. Oh Gott. Nein, nicht auf mich spucken. Hund. Ja, nicht Hund, nur das. Und Dicker. Ich glaube, da will ich nicht wohnen. Nein. Total schön hier. Nein. Ich sterbe nicht. Hau. Köter, hau ab. Da oben zu viel. Was wollte ich denn jetzt machen? Jenny, ich bin gleich bei dir. Ja, ich cool. Bei dir, Jenny. Ich krieg... Hilfe! Ja! Stirbst du da jetzt oder was machst nein, du da? Nein. Ich habe mich selbst gerettet. Ach, die Sonne geht auf. Rambo Action in Rambo Jorle in Action. Genau. Sammeln hier mal einfach. Hier richtig, ja. So, ich bin unterwegs. Oh, schnell mitnehmen. Und wenn wir uns da treffen, dann kommen wir gleich an einen riesigen See. Oh nein. Vielleicht kommen wir da auch doch nicht an, so wie ich das gerade höre bei Jenny. Geht weg, lasst mich in Ruhe. Man kann ja auch wetten, wer als zweites stirbt. Das ist richtig. Wer wird als zweites sterben? Nach mir. Aber ich dachte, wir bleiben jetzt in der Felswand. Oder nicht, oder was? Na, wir können ja... Ich kann mich auch mit der Insel anfreunden, so ist nicht. Lauf, aber Person, lauf! Ich würde gerne zu der Felswand. Eigentlich hat die Felswand gewonnen. Felswand hat gewonnen. So, das Schöne ist, wir kommen gleich ins grüne Biom. Das ist echt mal eine Abwechslung. Das ist aber auch ein gräusliches Biom. So ein Lichtschein am Horizont. Auf's Dauer. Oh nein, hier ist ein See. Ein riesengroßer See. Genau, dieser riesengroße See, der hat eine Insel irgendwo. Leck mich am Arsch, ich soll jetzt auch noch schwimmen gehen, oder was? Richtig. Och nö. Guck dir diesen riesigen See an. Das ist ja kein See, das ist ein Meer. Wo war denn die Insel nochmal? Okay, ich hab Wasser vor mir. Okay, dann bist du richtig. Ja, ich folgte dir auch die ganze Zeit. Also, nö. Ich geh mal hier an den Rand. Ich glaube, da war der See. Wunderschöne Landschaft, sagt Julius Döring. Wo war denn diese Insel? Irgendwo hier habe ich eine Insel gesehen. Was gibt's denn hier wieder für ein Thema, dass wir noch keine 22 Uhr haben? Was macht denn ihr da Schweinisches? Warum was? Warte mal, dahin muss Jenny irgendwo sein. Doch, gleich mal, weißt du, du stehst hier direkt vor diesem Nest und nimmst es nicht mit. Ja, nun. Da ist ein Hirsch. Also ein Hirsch? Da hinten ist, glaube ich, eine Insel. Ich glaube, in die Richtung ist eine Insel, wo ich jetzt hingucke. Bravo. Guck mal, der Hirsch ist im Wasser, warte mal. Aber ich glaube, die Insel finde ich uncool. Weil sie sieht nach verbrannt aus, die ich jetzt gerade sehe. Ja! Schinkenklumpen. Mein Problem ist, ich erfriere gleich im Wasser. Ja, Mann, ey, so muss man das machen, siehst du? Kannst du den mal... Geh den noch mal plündern, wo bist denn du? Oh, schön. Ich sterbe dann gleich im Wasser. Nein, mach das nicht. Doch, ich erfriere. Ich bin bei minus 9 Grad Celsius. Das ist nicht gut. Da, minus 10. Da, schwimmst du. Da ist er. Da.
Ich komm nicht ran an den blöden Hirsch, der ist unter Wasser. Ich habe auch das Gefühl, ich bin total langsam. Hast du die Milch jetzt mitgenommen? Ja, Fanto, bei Gronkh würde er als Mod sterben, das kann ich nachvollziehen. Wer würde als Mod sterben? Dankeschön, dass du das überhaupt machst, Fanto. Danke. Danke, danke. Stunden später, ich sehe euch, aber es kann noch dauern, bis ich da bin. Da hinten ist er, ein Pixel. Denn ich halte dir eine Fackel hoch, kannst dich wärmen. Hier. Ich muss diesen Hirsch jagen. Hast du den jetzt auch nicht mitgenommen? Nein, der ist ja. Kannst du den schlachten? Wie lange kann ich unter Wasser bleiben, bis ich ersaufe? Das wird dir angezeigt. Die Fackel geht tatsächlich auch unter Wasser aus. Das wollte ich jetzt gerade mal testen. Also. Mir wird schon wieder wärmer. Das gute Fleisch. Wo wird mir denn das angezeigt, ob ich ersaufe? Unten. Jetzt hoch. Hoch. Ich hab ihn geplündert. So. Kommt Jenny übers Wasser? Ja, die macht den Jesus. Ja. Dieser Sound, ich habe beide schon ausgestellt. Wen hast du ausgestellt? Ich habe die ganze Zeit den Follower und den Host-Sound. Also. Der kommt immer wieder rein, dabei ist das A in der Szene gar nicht vorhanden und B habe ich es auch noch ausgemacht, aber es ist immer noch da. So schön. Dann gehen wir jetzt in die Insel. Komm, dann nehmen wir jetzt Jenny an die Hand und gehen in die Höhle. Weil ich finde die sehr annehmbar. Ja, wir gehen doch gleich wieder. Nur lass sie doch erstmal ankommen. Ist ein bisschen langsam. Mach dich lieber nützlich und sammel mal ein bisschen Zeug. Ein gewisser Kuroshiba, der ist richtig böse auf mich. Der sagt, Fleggy ersauf. Das ist hart. Fleggy ersauf. Okay. Oh, ja. Welch ein Wunder. Oh, ich will Holzkohle haben. Gib mir die Kohle. Ja, gib mir Kohle. Kohle. So, wir brauchen als erstes, glaube ich, Schlafsäcke. Wäre vielleicht eine coole Sache, oder? Ich habe übrigens eine Pistole schon gefunden, ne? Ganz zu Anfang. Eine richtige Pistole. Das ist recht üblich. Ja, ne? Hast du auch Munition dafür? Ja, hast du mich heute auch schon mal gefragt. Fragst du was öfter? Ja, ich weiß. Du hast mich auch heute gefragt, ob man aus dem See trinken kann. Bitte? Ja. Jesus Maria, es fängt schon wieder gut an. Der mich auch immer gerade gehostet hat, vielen Dank. Ja, wo ist sie denn? Da hinten sind sie. So, komm, wir zeigen der Jenny jetzt mal unsere tolle Wohnung. Wieso? Du frierst und hast ein Bandana auf. Was bist du denn für eine? Tja, ne? Ich kann's halt einfach. Mach's mal aus. Aha. Ach, ich bleib jetzt einfach mal ohne Klamotten. So. Sollen wir jetzt nochmal durch die Stadt rennen, oder wie? Ihr macht das jetzt mit Absicht, oder? Oh, schön. So, ruf da. Gehen wir jetzt nach Hause? Wir gehen jetzt nach Hause. Wir zeigen jetzt Jenny unser Zuhause. Right, so. Gen East. Wahrscheinlich werden wir im Weg durch die Stadt verrecken. Ah, apropos verrecken. Eat. Ja. Ich überlege gerade. Baumwolle hat sie ja auch keine, ne? Mann! Warum soll ich mich denn nicht bewegen? Mann, du verscheust auch noch das Reh hier. Das ist. Apropos, ich stinke. Ich hab Fleisch dabei. Bleib stehen! Oh, ist es umgekehrt? Oh. Ja. Hallo. Ach ja, nee, ist klar. Aua. Und Timoratius. Ihr seid halt da aber wirklich gemacht. Ich glaube, du brennst, oder? Du hast Bohnen gegessen. Brenne nicht. Nee, die Jenny brennt. Ich habe gebrannt. Jenny, gib dir Geleitschutz. Mhm. Mach mal. Pass auf dich auf. Denn nichts passiert. Ach, ist das da die Stadt? Ja, das ist die Stadt, da müssen wir jetzt durch. Ja, da müssen wir durch. Komm, Jenny. Ja, alle mag Bambi? Wie kommt ihr denn darauf? Jeder mag Bambi. Ich hab grad Bambi geschlachtet. Ja. Bist du bereit?
durch die Stadt zu irren. Nein, bin ich nicht. Leute, ich habe keine Ausdauer. Es kann nicht gut gehen. Ja, dann lad die auf. Im Prinzip gerade durch. Ich könnte ja auch mit das meinen... Das Problem ist, ich habe auch... Ich hab auch dann, Thorsten? Ich habe auch gar kein Zeug, um mir einen Schlafsack zu bauen. So. Was für ein Mist hier. Ausdauer ist weg. Bist du da? Es war auch nichts drinne. Möchte wer noch eine Eisengeule? Nein, von voraus. Oh shit. Oh, ich gehe wieder. Kommt, ich habe vorhin auch einen Hund gekriegt. Jetzt schaffen wir. Habt ihr Pfeil und... Ach, ihr habt schon Pfeil und Bogen, deswegen. Geht doch. Ja, seht ihr mal. Guck mal hier, Blattschuss. Achtung, links. Schucker. Kotzi. Kotzi van Gröben. Wette, mich trifft er. Nee. An mich hat er getroffen, glaube ich. Ja, hat er. So. Köter Incoming, ja, genau. Von euch jemand auf der PS4. Gibt's das auf der PS4? Was? Ja. Ja, Humse. Shoot her down. Kann die wer ausnehmen? Warte, soll ich die? Ja. Guck nein, mal hier nicht noch. Die. Das Wasser. Was ist hier noch so drin? Nix, okay. Komm her, Humse. 155 zu... Was? Was hast denn du gekriegt? 155 Zuschauer. Leck die Hundis. Was ist mit den Hundis? Nicke eine. Ja, feines Hündchen, müssen wir sagen. Ja, feines Hündchen. Genau, Slash. So, jetzt wirst du gleich den größten Berg... Siehst du den Berg schon, Jenny? Ach, du siehst du den schon? Ach, du Scheiße. Siehst du ihn schon? Da müssen wir jetzt rüber. Nein. Ich bin von ganz oben runter. Ich musste von ganz oben runter. Vorhin. Als ich ihr wollt mich verarschen. Nein. Das ist richtig. Wird... Ja. Komm mit in unsere Kuschelhöhle. Ja, dafür müssen wir erstmal hier runter, gen Süden. Es ist ein bisschen schlecht mit Bäumen hier irgendwie, ne? Ja, das wird auch nichts werden. Wir müssen eigentlich ins Grüne, wenn es um Bäume geht. Das grüne Biom ist... Ach ja, hier hat's doch Bäume überall. Ja, tonnenweise. Ja, wo geht's denn jetzt lang? Ihr seid nicht da. Hallo, Jenny. Ja, na, na. Keine Ausdauer mehr. Guckt euch dieses Gebirge an hier. Das ist krass, ey. Bin ich da? Ja, hier müsste es irgendwo sein. Hab's mir doch markiert. Gucke, da oben ist es doch. Ah, unser Loch. Haha, home sweet home. Ah. Können wir da mal bitte so ein richtiger Leiter oder sowas reinmachen? Ich meine, die Aussicht ist schön. Kann uns ja nichts anderes wollte ich gerade sagen, aussichtsmäßig technisch ist es ja schon irgendwie cool. Und die Bäume könnten wir auch im Schneebiom anbauen. Stimmt, da ist ja noch ein Fleckchen Schneebiom. Ich bin ein Fleckchen. Mhm. Aber... So. Wir müssen ein bisschen mehr von der Außenwand stehen lassen, ne? Ja. Die was? Die Verteidigung? Das wissen wir ja noch nicht. Das ist ja gerade der erste Tag. Verteidigung. Die Außenwand würde ich jetzt mal per Forma so gut dick lassen. Dick. Also guck mal, was ich schon mal habe. Zack. Mach mal ganz kurz. Baue ich mir mal hier so ein paar Sachen. So, wo krieg... Wann sehe ich... Jetzt komm schon... Ja, ich habe einen Skillpoint gekriegt, das weiß ich. Trader Location. Wo ist denn unser Trader? Pants. Wir auch Pants bauen? Ach, ich hab schon Cooking Grill. Ich weiß, wo der Trader ist. Der ist ganz. Den habe ich den schon gesehen gehabt auf dem Weg hierher. Ich weiß, wo der Trader ist. Genau. Finden wir das gut? Oh, ich hab schon Hunger, verdammt. Ja, wo der Berg jetzt herkommt, wenig kann ich ja auch nicht sagen. Timoratius sagt auch so, total schön, wenn ich morgens auch nur am liebsten auf eine ausgebrannte, verseuchte Stadt schaue. Das wird richtig schön, einfach. Jolle! Achso, entschuldigt. Ja. Ja, gut. Was höre ich denn da? Ich hab übrigens kein Holz mehr. Ich hab die ganze Zeit versucht, irgendwelche Bäume mitzunehmen, aber irgendwie ist das nichts geworden. Ja, guck mal, das ist doch toll hier. Was wollt ihr denn?
Kann ich da nicht rein? Mit euch wieder im Loch hier, im Erdloch. Das ist doch Standard. So. Anziehen. 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 Wo haben wir denn hier? So. Ich war das ein bisschen verbrightern hier. Ich muss ihm auch noch eine Bedroll setzen. Das auch noch, ja. Vielleicht sagt er mir eh, ich soll eine Bedroll craften und dann muss ich mir wieder eine setzen. Ah. Ja, Nell, ja. Ich denk dran. Craft a wooden club mal gleich. Du bist ja auch richtig weit mit den Quests. Ja, ich bin nee, durch. Ich hab euch auch den Trader schon mal geschickt. Ich war vielleicht etwas doof. Egal. Ich pack mal hier ein paar Sachen rein. Ach nee, geht gar nicht. Ich habe nämlich ein bisschen Fleisch mitgebracht. Auch. So. Und wir haben sogar schon Grillrost. Also schmeißt mal ruhig das Fleisch schon drauf. So, im Prinzip können wir da alles reinschmeißen erstmal, oder? Ja. Machen wir auch mal hier. Wupp das hier. Oh nee. Halt, das brauche ich. Ich meine, ein Bone Knife. Was höre ich da? Jetzt nochmal Holz holen, ja. Was machst du? Hier Holz holen. Ich komme gleich mit. So, Eisen, das haben wir auch. Oh, ich verhungere. Ich esse mal kurz was hier. Aber bevor. Da ist ein Chicken. Vor mir was. Was ist da? Passiert, lege ich meine Bedroll. Jetzt was? Fackelt er gleich die ganze Bude mit einem Lagerfeuer ab. Bleib nein. Stehen! Ey, hier hat einer ein Loch reingebaut. Das geht so nicht. Egal. Mein Huhn, geh weg! Disconnected. Was? Wer ist disconnected? Connected. Hallo? Was war das? Was? Wir sind alle da. Was war das? Da ist gerade was. Da war gerade Amok. Sag mal, wie bist du schon an eine Lagerstelle, also an einen Schlafsack gekommen? Haben wir den gecraftet? Ja, woraus denn? Warte mal. Der kommt noch in der Quest. Aber ich hab den platziert da oben drin, Fleck. Wooden Club. So, jetzt bauen wir uns mal eine Wooden Club. Tschüss, Lukutus von Borg. Die Anzahl der Mitglieder begrenzt. Also, der, ja, wir sind, ist ein 4-Mann-Server. Ja, Punkt. Es kollert runter. So kleiner 4-Mann-Server. Einen Bow und Arrow. Ach, du ahnst es nicht. Bow. Craften und Arrows. So, 72. Harry, ich glaub's ja nicht. 30 Minuten zum Anmelden. Gut, dass du es hergefunden hast. So, nice. Kann losgehen. Woodframe mache ich jetzt nicht. Ich weiß, was ich mal mache. Ich baue mal die Kohle ab, die da vorne lag. Weil Kohle können wir ja gut gebrauchen. Das ist kein Lochfleck, das ist eine Zentralbelüftung, damit es keinen Schimmel gibt. Alles klar. Ich nehme mal an, ihr habt da schon alles durchforstet, ne? Ne, habt da gar nicht. Riecht das jetzt. Für was denn? Wir sind... Oh, ich hab Geld gefunden. Ja, ich hab wieder Hunger. Oh nee, oh, ich dachte, du hast ein bisschen Ruhe. So. Also wenn wir eins genug haben, ich glaube, das sind erstmal Federn. Ich glaube, Wasser dürfte enge werden, oder? Demnächst. Nein, wir haben Schnee. Ich bring welches mit. Wir haben Schneefleck. Wir haben Schnee. Dadurch werden wir keinen Wassermangel haben. Was ja positiv ist. Ja, fall hin. War auch noch was? Mm. Ja, bei mir sagen sie, da kann man bestimmt cool nach oben bauen, dass man sich dann richtig schönen Ausguck basteln kann. Wir wollen aber nicht in jedem Ding dasselbe machen, Kinders. Brückenkampfbrücke. Brückenkampfbrücke. Ja. Ach Gott, ich was zum Büffel brauche ich jetzt hier, um mir so eine blöde. Ich hab doch gar kein Fleisch bei, oder? Habe ich das nicht abgelegt? Ach so, das Huhn. Ja, stimmt. Ja, das Huhn. Ja. Was ist mit dem Huhn? Ich hab ja gerade noch einen Huhn mitgenommen. Hier sagt einer, ihr sollt keinen gelben Schnee mitnehmen. Oh. Das ist auch ein guter Tipp. Ja, aber durchs Abkochen so. Ist er dann doch nicht mehr gelb.
Und wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ich würde aber auch kein getrocknetes Bier trinken. Also, um das jetzt mal. Aber wir müssen ja nehmen, was wir kriegen. Und das ist nicht viel. Stimmt, in der Apokalypse da. Was? Echt, man kann angeblich von den Bären eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Ja, kann man auch. Hatte ich schon. Braucht man denn? Darfst du nicht zu viele von essen? Hatte ich jetzt in der Staffel. Ach, zu grün, die hatte ich doch erst. Blender von mir. Vor ein paar hundert Folgen ungefähr. Nein. Ey, ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Das sieht so episch aus. Die Straße. Ja. Die aus der Stadt kommt. Schneidet sich durch dieses Gebirge durch. Ja. Ich kenne das. Ich bin da ja angekommen. Das sieht ja der Hammer aus. Hier ist ein Schnittpunkt durchs Gebirge. Da ist es wieder. Fleck, der schreit. Geh kaputt. Geh kaputt. Brauchst du Hilfe? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, ja, jetzt vorbei. Gut. Ob ich es schaffe, einen Baum zu erschlagen? Haha. Oh Gott. Kommt auf Ideen. Schöne Grüße von meinem Schaf an dein Schaf. Danke, Sid. Verdammt. Da ist er hinüber. Ja, ich hatte noch keine. Ich hätte die Keulen nehmen müssen. Dieser Sound. Super. So, ich habe Schnee. Was soll ich noch mitbringen jetzt? Holz habe ich auch schon ein bisschen. Wo bin ich denn zum Teufel? Haben wir noch irgendwo Kohle hier draußen? Ja, Tatsache. Ich bin hier an so einem Kohle. Wollt ihr mich trollen? Also den einen weiß ich. Der ist relativ am Anfang. Also bei mir dauert es ein bisschen. Irgendwo hier war diese blöde Kohle. Ja, die habe ich da schon angefangen abzubauen gehabt. Vielleicht hätte ja noch was sein können. Der Hund hat mich erwischt. Ah, da ist es doch. Hi, Onkel. Ihr müsst mich gleich mal zu meinem Rucksack eskortieren, fürchte ich. Ich muss mich mal umsetzen. Ich muss gleich erstmal was essen. Ich hab Hunger. Ja, auch. So. Bei Jorle wird sich Flaggys Schrei als Klingelton gewünscht. Ja. Das ist richtig. Soll ich denn das verstehen? Und Jorle. Flaggy streamt übrigens auch, ne? Jorle, weißt du, was auch noch Kohle bringt? Die hier. Zwar nicht so viel, aber sie bringt immerhin was. Oh, ich habe jetzt gleich an die 100 Kohle. Ob ich das noch nach Hause schaffe, ist fraglich. Boah, diese Axt. Kann ich das schon mal Punkte reinsammeln? Habe ich die Klamotten noch an? Ach, ich hab ja. Mal ist drauf. Erstmal raus, ja. Oh. Ja, wer die Map auch haben will, der Map-Name, also der Spielname, nachdem sich das ja offenbar richtet, lautet Livestream-Karte. Alles als ein Wort und klein geschrieben. Livestream-Karte. Ich dachte, das heißt irgendwas mit Himmel. Himmel? Du hast vorhin was von Himmel gesagt. Ich gucke gleich nochmal. Ich glaube, es war eine Livestream-Karte. So, da schätzt mich einer auf 27. Danke für die Blumen. Ja, danke. Ah, man kann nur das Grilled Meat machen. Oh, verdammt. So, Au! Ich bin irgendwie schon wieder am Loch vorbeigelaufen. So schön hier. Da ist das Loch. Was? So. Das ist doch mal hübsch, oder? Ich werde hier niemals zurückkommen. Ja. Feuer. Wieso ist meine Akustik legendär? Einer sagt, ich bin 45, das ist auch gemein. Leute. Eieiei, schön. Bei mir wird gesagt, du hast den Beruf verfehlt, ne? Wusstest du das? Soll ich Sänger werden oder was? Nee, Komiker. Hättest Komiker werden sollen. Ja, meine Witze sind legendär.
Legendär schlecht, genau. Der lacht komme. Da lacht er dreckig. Ich hoffe, ich komme noch an. Ups, warte. Na das. Oh Gott, diese Kramkisten. Ich hasse es ja, aber was soll's. Muss ja. Muss zum Anfang muss es sein. Boah, 22 Eier habe ich hier schon. Wo hab ich die her? Das weg, das, das. Hilfe. Also ich kümmere... Oh Gott, Mikro. Was denn? Ich kümmere mich jetzt mal darum, dass das Haus größer